Hey ho zusammen und herzlich willkommen zu, ich will nicht sagen einem neuen Projekt, weil das klingt so blöd. Ich habe schon 100.000 Projekte auf meinem Kanal und dann sage ich einfach jedes Mal, es ist ein neues Projekt. Nein, im Prinzip ist es aber nichts anderes, weil ich würde gerne mal die Gesamtlautstärke ganz klein Ticken runterstellen. Oh, nicht ganz so weit. Ich glaube, 20 ist, glaube ich, ganz nett. Ja, wie ihr vielleicht sehen könnt, handelt es sich um Neverwinter. Was das Ganze genau mit Dungeons and Dragons zu tun hat, bin ich mir nicht ganz sicher, aber im Prinzip ist das auch eine Art Blind-Projekt. Denn ich habe das Spiel für mich entdeckt, vor einiger Zeit schon, wenn ich ehrlich bin. Wollte das auch mit jemandem zusammen anzocken. Allerdings hat derjenige sich nie wieder gemeldet, wie das bei mir irgendwie so üblich ist, keine Ahnung. Und dann ist das Ganze im Sande verlaufen. Jetzt habe ich aber einfach mega Bock bekommen und will es einfach irgendwie anfangen zu zocken. Und ja, wie gesagt, ich habe schon einige Projekte auf meinem Kanal, weshalb es das Ganze wahrscheinlich ein bisschen schwer macht und es wird auch mit Sicherheit nicht so furchtbar regelmäßig kommen. Oder es werden dafür andere Projekte nicht mehr so furchtbar regelmäßig kommen, aber es ist einfach ein Spiel, was mich unglaublich geflasht hat. Und da es aber ein unglaublich umfangreiches Spiel ist, wird das hier kein direktes Let's Play, sondern die ersten Parts werden ein Let's Show sein. Denn wenn ihr gleich bei der Charaktererstellung feststellen werdet, das hier ist mein erster Charakter gewesen. Den habe ich jetzt für eine halbe Stunde oder so angezockt. Wie ihr seht, bin ich auch noch erst Stufe 4. Ich bin noch nicht so wahnsinnig weit. Wie ihr gleich bei der Charaktererstellung sehen werdet, ist es unglaublich umfangreich, wie ihr euren Charakter gestalten könnt. Und im Endeffekt wahrscheinlich auch, wo ihr anfangt und so weiter und so fort. Deshalb, ja, die ersten paar Parts werden ein Let's Show sein, in dem ich euch alles quasi zeige, vorlese, was ihr da für Möglichkeiten habt, worum es hier genau geht. Ich muss aber im Voraus sagen, ich habe nicht sehr viel Ahnung von diesem Spiel. Und dementsprechend werde ich euch einfach nur Dinge vorlesen. Ich werde nichts beurteilen, ich werde nichts wirklich erklären können, sondern ich werde einfach nur vorlesen und ein paar Vermutungen vielleicht aufstellen, weil ich mich einfach in diesem Spiel absolut nicht auskenne. Ich kenne mich mit Dungeons and Dragons nicht aus und mit dem Online-Spiel leider auch noch nicht, weil ich es, wie gesagt, so mehr oder weniger eigentlich blind spiele. Und um das Ganze anzufangen, werde ich jetzt einfach einmal einen neuen Charakter erstellen. Dann kommt, soweit ich weiß, eine Sequenz. Ich hoffe es zumindest. Wenn sie nicht kommt, werde ich sie hier einfach einblenden. Und dann würde ich erstmal sagen, viel Spaß.
Ja, das war jetzt vielleicht nicht unbedingt die schlauste Idee, den Ton vorher leiser zu stellen. Aber wie ihr sehen könnt, befinden wir uns jetzt in der Charakterauswahl. Ich werde diese Parts übrigens nicht cutten. Also ich werde das einfach jetzt alles an einem Stück aufnehmen und je nachdem, wenn es zu lang wird, werde ich es halt in verschiedene Parts aufteilen. Aber ich werde es nicht vorher ankündigen, dass ich jetzt irgendwie einen neuen Part beginne oder so. Im Endeffekt gibt es hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verschiedene Rassen, die ihr wählen könnt. Und beginnen tue ich persönlich am liebsten mit dem Mensch. Alle gibt es in weiblich und männlich. Und ja, mein Facebook ist wieder dazwischen. Es tut mir sehr, sehr leid. Es gibt so ziemlich alle Rassen in männlich und weiblich, glaube ich. Aber das werden wir gleich noch sehen. Zu jeder Rasse gibt es eine kurze Beschreibung, die ich euch kurz vorlesen werde. Und dann werde ich den Charakter für mein Let's Play erstellen. Zum Mensch. Von allen zivilisierten Rassen sind die Menschen am anpassungsfähigsten und unterschiedlichsten. Menschliche Siedlungen sind quasi überall zu finden und Moral, Bräuche und Interessen der Menschen könnten oft verschiedener nicht sein. Hier unten finden sich jetzt so, ich sag mal, Attribute, die die Rassen von Anfang an haben. Boah, wartet ganz kurz, ich muss mein Facebook ausstellen, das nervt. So, jetzt ist es aus und kann uns nicht mehr stören. Also zu jeder Rasse gibt es hier unten nochmal bestimmte Attribute, die sie, soweit ich weiß, dann auch von Anfang an haben. Es wäre hier bewegliche Verteidigung, quasi plus 3 an Verteidigung. Hier haben wir plus 2 auf einen beliebigen Attributwert. Das könnt ihr dann, glaube ich, selber später entscheiden. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich habe noch nie einen Menschen gespielt. Und heroischer Einsatz. Ihr erhaltet zusätzliche Heldentalentpunkte auf den Stufen 10, 15 und 20, was auch immer das bedeutet. Aber wisst ihr Bescheid, ne? Wie gesagt, im männlich und weiblich erhältlich. Jetzt würde ich sie verkaufen. Ja, und dann würde ich sagen, gehe ich mal der Reihe nach vor. Gegen den Uhrzeigersinn werde ich wahrscheinlich vorgehen. Also, Halborks, ebenfalls in weiblich und männlich erhältlich. Ich sollte mir dieses erhältlich wirklich abgewöhnen, das ist böse. Halborks verbinden die besten Eigenschaften der Menschen mit denen der Orks. Auch wenn manch böse Zunge behauptet, dass es derer bei Orks nicht gerade viele gibt. Allerdings verfügen viele Halborks durch ihre Ork-Vorfahren über große physische Kräfte und sind äußerst zäh. Sie sind wilde Krieger und unglaublich schnell auf den Beinen, wenn es gilt, sich auf den Feind zu stürzen. Wilder Sturmangriff plus 5% Schaden durch kritische Treffer. Ist gar nicht übel. Plus 2 Geschick und entweder plus 2 Konstitution oder plus 2 Stärke. Und schneller Sturmangriff. Bei Kampfbeginn wird eure Renngeschwindigkeit für 3 Sekunden um 10% erhöht. Nur alle 20 Sekunden möglich. Gar nicht schlecht. Hier gibt es dann noch die Draw. Ich hoffe, sie wird so ausgesprochen. Wieder in weiblich und männlich. Draw sind eine dekadente Unterrasse der Dunkelelfen, deren Schönheit und Können leider nicht über allzu oft abgrundtief böse Herzen hinwegtäuschen können. Bei der großen Mehrheit der Dunkelelfen sind Verhalten und Benehmen von den Grundwerten der chaotisch bösen Göttin Lolth geprägt, die auch als Spinnengöttin bekannt ist. Ja, dementsprechend sieht man hier unten die Zeichen der Attribute auch als Spinne. Das Dunkelfeuer, minus 10% Verteidigung beim Gegner durch Dunkelfeuer mit 5%iger Wahrscheinlichkeit für 4 Sekunden. Das klingt jetzt mit 5%iger Wahrscheinlichkeit nicht so wahnsinnig gut, aber nicht übel. Plus 2 Geschick und entweder plus 2 Charisma oder plus 2 Weisheit. Und Trance, halbe Erholungsdauer am Lagerfeuer. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Hier gibt es jetzt noch die Menzoberranzan-Abtrünnigen. Die einen etwas längeren Text haben. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, das tut mir wahnsinnig leid. Was heißt denn hier mehr erfahren? Diese Premium-Rasse kann als Teil eines Gründerpakets gekauft werden. Okay, das ist gut zu wissen. Draw aus der Stadt Menzoberranzan wachsen in einer Welt der Lügen und des Verrats auf. Die Adelshäuser der Dunkelelfen finden sich in einem Dauerkonflikt um Macht und Ansehen bei ihrer bösen Göttin Lolth, der Spinnenkönigin. Manchmal wird ein Draw all der hinterlistigen, was? Manchmal wird ein Draw all der hinterlistigen Winkelzüge überdrüssig. Ach so, okay.
Andere, die schauen die vollkommene Leere der Loth und suchen nach besseren Alternativen. Diese Drow haben in der Geschichte, in der Gesellschaft von Menzoberan Zahn keinen Platz mehr und werden bei ihrer Entdeckung als Abtrünnige gebrandmarkt, aus ihren Häusern vertrieben und müssen die Stadt verlassen. Feenfeuer. Das klingt irgendwie positiv, oder? Feenfeuer? -6% Kraft und Verteidigung beim Ziel durch Anwendung von Feenfeuer mit 5%iger Wahrscheinlichkeit für 4 Sekunden. Hier ist dasselbe wie bei den Draw und hier ebenfalls dasselbe wie bei den Draw. Also dementsprechend, so wie es aussieht, gibt es das aber nur für Premium-User? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aber macht nichts. Jedenfalls diese beiden Optionen gibt es bei den Draw. Dann, wie konnte es anders sein, in einem Fantasy-Spiel nicht wegzudenken, die Zwerge. Ebenfalls auch ein weiblich, die übrigens sehr, sehr hübsch aussehen, wie ich finde. Aus dem Urgestein des Universums geschnitzt, überstanden die Zwerge zunächst ein ganzes Zeitalter als Diener von Riesen, bevor sie ihre Freiheit erlangten. Entschuldigung. Ihre mächtigen, befestigten Bergstädte sind Zeugen ihrer uralten Reiche. Selbst diejenigen, die in Menschenstädten leben, gehören zu den standhaftesten Verteidigern gegen die Dunkelheit, die Welt zu verschlingen droht. Klingt doch gar nicht schlecht. Bleibt standhaft! +20% Schadensresistenz gegenüber Stoß- und Abwehrwirkung. Die Attributwerte sind +2 Konstitution und entweder +2 Stärke oder +2 Weisheit. Und fester Magen. 10% Schadensresistenz gegenüber Zeitschadenseffekten. Nicht übel, nicht übel. Als nächstes kommen wir zu den Halblingen. Bisschen von den Hobbits abgeguckt, glaube ich. Halblinge sind eine kleine Rasse, die vor allem für ihren klaren Verstand und ihre eisernen Nerven bekannt sind. Sie sind nomadisch veranlagt und vor allem auf Flüssen und in Sümpfen zu Hause. Niemand kommt weiter in der Welt herum und ist näher am Zentrum des Geschehens als die Halblinge. Flinke Reaktionen, die aufgrund eurer kleinen Statur schnellen Bewegungen ermöglichen euch eine 3%ige Wahrscheinlichkeit, Angriffe zu vermeiden. Zu vermeiden, sie auszuführen oder sie einzustecken. Naja. +2 Geschick und entweder +2 Charisma oder Konstitution. Und verwegen. Ich finde es gut, dass das hier eine Pfeife ist. Eure furchtlose Natur erhöht eure Resistenz gegen Massenkontrollwirkung um 10%, was auch immer Massenkontrollwirkung sind. Wie gesagt, ich kann nicht viel dazu erklären, ich kann einfach nur vorlesen. Moment. Die Tieflinge. Sehr geniale Kreaturen, wie ich finde. Und sehr starke Magier, wie ich das, glaube ich, festgestellt habe. Übrigens, dieser Typ im Vorspann, wie ihr vielleicht gesehen habt, war ja auch ein Tiefling. Auch in männlich. Tieflinge wandern von einem dunklen und teuflischen Erbe geplagt durch die Schatten der Vergangenheit ihrer Rasse. Sie laben sich an der Dunkelheit oder versuchen, ihr zu entkommen. Tieflinge sind immer noch als eine Erinnerung an längst vergangene Tage, an denen Teufel und Dämonen einen großen Einfluss auf das Land ausübten, weit über Faerun verstreut anzutreffen. Ich nenne es jetzt einfach mal Faerun, weil das erscheint mir irgendwie am ehesten sinnvoll, das so auszusprechen. Killerinstinkt. +5 Schaden, wenn Gegner unter 50% TP. Wow. Das finde ich cool. 2%. Nein, +2 Charisma. Und entweder +2 Konstitution oder Intelligenz. Diabolischer Zorn. Bei jedem eingehenden Treffer besteht eine 10%ige Wahrscheinlichkeit, die Kraft des Gegners für 5 Sekunden um 5% zu reduzieren. Joa. Die hier lasse ich noch aus. Die sind nämlich, ja, ich sag mal, eher was Besonderes. Die sind auch erst seit kurzem als Rasse verfügbar, glaube ich. Dementsprechend gehe ich jetzt erstmal zu den Halbelfen über. Mal ihr typisches weißes Gewand tragen. Steht nicht sehr viel an Text, aber ich glaube, man kann sich einiges zu denen denken. Als Nachkommen von Elfen und Menschen sind die Halbelfen eine vitale Rasse, die oft das Beste der beiden Völker in sich vereint. Also ähnlich wie die Halborks. Immer das Beste der beiden Völker. Dilettant. 1% für einen klassenunabhängigen Attributwert wird automatisch durch die Klasse bestimmt. Was auch immer das jetzt bedeutet. Ich bin noch nicht ganz wach, glaube ich. +2 Konstitution und entweder +2 Charisma oder Weisheit.
Siegermentalität. Ihr seid von Natur aus in vielen Fähigkeiten gewandter, sodass eure Robustheit, Kritschwere und Goldfingerfähigkeit jeweils um 1% erhöht sind. Goldfingerfähigkeit hört sich irgendwie interessant an. Gut. Gehen wir jetzt zu den 11 Optionen. Die Elfen haben Waldelfen, Mondelfen, auch in ihren schönen weißen Gewändern, und die Sonnenelfen. Fange ich aber erstmal mit den Waldelfen an. Wild und frei beschützen die Elfen ihre arborale Heimat mit tödlichen Pfeilhageln aus dem Schutz ihrer Bäume. Sie errichten Behausungen in solch perfekter Harmonie mit den Wäldern, dass Reisende oft erst mitbekommen, dass sie sich in einer Elfensiedlung befinden, wenn es bereits zu spät ist. Elfische Genauigkeit plus 1% kritische Trefferchance. Die Attributwerte plus 2 Geschick und entweder plus 2 Intelligenz oder Weisheit. Und der Zufallsschritt 10% Resistenz gegen verlangsamende Wirkung. 10% ist schon echt nicht übel, finde ich. So, Mondelfen. Mondelfen lieben das Reisen und das Erkunden. Offen für Neues und von Natur aus aufrichtig werden Mondelfen von Leuten, denen sie auf ihren Reisen begegnen, oft als würdige Gefährten geschätzt. Das hört sich doch gar nicht schlecht an. Fernweh. Ihr könnt nicht lange am gleichen Ort bleiben und streift umher, stets auf der Suche nach neuen Kuriositäten. Plus 1% Aktionspunkte Zugewinn und 1% Ausdauerregeneration. Aktionspunkte Zugewinn. Plus 2 Intelligenz und entweder 2 Geschick oder Charisma. Resistenz der Mondelfen. Eure elfische Widerstandsfähigkeit erhöht eure Resistenz gegen Massenkontrollwirkung um 10%. Nö. Und zum Schluss noch die Sonnenelfen. Die Sonnenelfen lebten Jahrtausende abseits der Ereignisse der restlichen Welt. Sie ahmen die isolierte Natur ihrer Gesellschaft auch bei ihren persönlichen Tätigkeiten nach. Sie lächeln nur zaghaft, verachten aber sehr schnell und sind stets bereit, ihre überlegenen Kenntnisse und Fähigkeiten anderen zu demonstrieren. Innere Ruhe. Eure innere Ruhe und Gelassenheit erlaubt es, euch besser auf die vorliegenden Aufgaben zu fokussieren. Plus 2% Aktionspunkte zu gewinnen. Attributwerte sind plus 2 Intelligenz und entweder 2 Geschick oder Charisma. Wie eigentlich bei allen Elfen, habe ich so das Gefühl. Sonnenelf. Eure bodenlose Anmut erhöht eure Resistenz gegen Massenkontrollwirkung 10%, wie ebenfalls bei allen Elfen. Ja, und dann ganz zum Schluss, was wir ja noch nicht hatten, die Drachengeborenen, bei denen es übrigens auch 2 Unterrassen gibt. Die ebenfalls, wie es aussieht, eine Premium-Rasse sind. Aha, okay. Drachengeborene, männlich und weiblich, die ziemlich bullig und ziemlich schuppig aussehen. Die erinnern mich so ein bisschen an diese Echsenviecher aus Skyrim. Ich habe gerade vergessen, wie sie heißen. Böse, ich weiß. Die Drachengeborenen sind geborene Kämpfer und verdingen sich heute als Söldner, Soldaten und Abenteurer. Vor langer Zeit kämpfte ihr Reich um die Weltherrschaft, doch heute wissen nur noch einige wenige Clans dieser ehrenhaften Krieger um ihre ruhmvolle Vergangenheit. Da habe ich mich noch gefragt, so, Weltherrschaft? Das klingt jetzt nicht nach einer sehr ruhmvollen Vergangenheit, wenn ich ehrlich bin. Drakonisches Erbe. Plus 5% zusätzliche Heilung durch Zauber und Fähigkeiten. Attributwerte sind plus 2 auf 2 beliebige Attributwerte. Und Raserei der Drachengeborenen. Plus 3% Kraft und kritischer Treffer. Hier gibt es jetzt noch die Drachengeborenen metallischer Abstammung, die so ein bisschen nach Echsen, hier diese Kragenechsen aussehen, zumindest die weiblichen. Ist sehr interessant, ob man bei denen auch irgendwelche Frisuren einstellen kann? Ich weiß es gar nicht. Die Drachengeborenen metallischer Abstammung, Nachfahren der metallischen Drachen, sind noch seltener als ihre chromatischen Verwandten. Obwohl sie ihren Pfad unabhängig wählen können, verkörpern sie oft die Werte ihrer Ahnen. Ehre, Gerechtigkeit und Respekt vor dem Leben. Das beißt sich jetzt so ein bisschen mit der Weltherrschaft, aber ganz gut. Ja, gut. Metallische Vorfahren. Plus 3% Heilung durch Zauber und Fähigkeiten und plus 3 Trefferpunkte. Dementsprechend ein bisschen besser als ihre Verwandten.
Wieder plus 2 auf beliebige Attributpunkte und Raserei, 3% Kraft und kritischer Treffer. So, damit haben wir jetzt die Rassen alle durch. Ich würde allerdings ganz gerne... ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nichts anderes als Elfen ausprobiert. Ich möchte es aber auch ungern, weil man kann hier nur 2 Charaktere wählen und ich möchte für mein Let's Play dann auch ganz gerne eine Rasse nehmen, die ich selbst auch ja, sehr gut finde. Dementsprechend gerne einen Waldelf. Da ich beim normalen Spielen schon einen männlichen Charakter gewählt habe, werde ich jetzt wahrscheinlich einen weiblichen nehmen. Und dann würde ich sagen, kann es weitergehen.